Das ist möglich. Das ist jetzt eine sehr große Gegner für uns. Schwere, schwere Gegner, muss ich sagen. Aber die Chance ist hier 50-50. Aber die Druck haben wir gar nichts. Wir wollen nur probieren, Erfolg zu kriegen. Das ist das große Ziel, wenn diese Kader eine neue Mentalität instecke. Wenn, ja, Viertelfinale ist natürlich schön, aber wir sind noch nicht zufrieden damit. Wenn du stehst im Viertelfinale, musst du immer eine große Ambition haben. Und wenn du das hast, ja, dann bist du schon einen Schritt weiter. Ich denke, wir versuchen uns nicht, das Leben zu schwer zu machen. Es ist schon schwer genug. Ich glaube, nach 12 Jahren und auch viele junge Spieler, wir wollen auch nicht zu viel Druck da rein weitergeben. Am Anfang des Spiels, des Turniers, hat man gemerkt, dass es ein bisschen Unsicherheit gab. Und jetzt in die Länge von das Turnier wird es immer besser. Wir haben jetzt ein Achtelfinale gegen USA, haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Die Spieler waren ein bisschen mehr befreit im Kopf. Und wir hoffen, dass es auch gegen Argentinien auch so weitergeht, weil alles, was kommt, ist nur positiv. Und der Druck, ich denke, ist mehr bei Argentinien als bei uns. Wir wollen Argentinien ausschalten, also es ist nicht einfach. Beste Spieler der Welt und natürlich ist das eine große Aufgabe für uns, aber wir sind auch sehr hoch motiviert und wir werden alles geben dafür.